Das heutige Video wird euch gesponsert von Ineba.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Chappy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. Hallo Leute, was geht? Willkommen. Wir werden uns jetzt mal eine Runde Nuketown gönnen und dann werden wir über das neue Turnier sprechen. Nächste Woche Sonntag findet ab 14 Uhr ein neues Turnier statt und wir sprechen darüber, dass es tatsächlich, Haptic darf sich die Haare nicht grün färben oder braucht nicht, je nachdem. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er es vielleicht gerne möchte, damit er mal so ein bisschen die schwule Ader in sich entdeckt, aber es werden keine grünen Haare, denn Jason Schreier hat eben gerade auf Twitter bestätigt, es wird tatsächlich nicht Modern Warfare 4. Es wird Modern Warfare. Das allererste... Oh, diese Waffe. Das allererste Call of Duty Modern Warfare hieß offiziell Call of Duty 4 Modern Warfare. Es war offiziell der vierte Teil COD damals. Und der neue Teil, und es ist kein Remake, es ist mein Ernst, es ist gerade bestätigt worden, wird nicht heißen Call of Duty Modern Warfare 4, sondern einfach nur Call of Duty Modern Warfare. Er hat reingeschrieben, ja, das erste hieß so, das jetzige, ich kann es euch bestätigen, heißt so. Der ist auch mitverantwortlich, das heißt, die Quelle ist definitiv sicher. Dazu kommt, dass wir auch noch von Lost Sensation, das ist ein YouTuber, ein großer, der zu Black Ops 3 Zeiten damals sehr, sehr viel... Wieso ist hier keiner? Ah, das ist ein YouTuber, der zu Black Ops 3 Zeiten sehr viel Leaks gepostet hat. Oh, dieses Dropshotten ist so schlimm in diesem Game. Und vielen Dank dafür. Der hat jetzt auch noch dazu bestätigt, es wird Call of Duty Modern Warfare heißen. Für die, die es jetzt vielleicht irgendwie noch nicht ganz kapiert haben, das wird kein Remake sein von dem Call of Duty, was man kennt. Ich habe mich fast selbst in die Luft gejagt. Sondern es wird eben eine Art Fortsetzung sein mit Elementen vom ersten Call of Duty Modern Warfare. Aber da kann ich euch ganz sicher sagen, es wird kein Remake sein. Das heißt, wir werden neue Waffen haben, neue Maps. Es wird im Prinzip alles neu sein. Es wird nur auf der Grundidee von MW aufgebaut. Was ich davon halten soll, ich glaube, der Titel ist mir relativ egal. Es könnte von mir aus auch WW2 Remastered heißen, solange es ein gutes Spiel ist. Solange ich den Core-Content bekomme und alles bekomme, was ich gerne hätte. Von daher, das erstmal soweit, was wir wissen. Ich bin mir sicher, im Laufe des Tages, ich habe ein paar Geschenke für euch. Er stirbt nicht, das darf nicht wahr sein. Von daher bin ich erstmal zufrieden mit dem, was wir haben. Wir machen jetzt hier den Nuke, Leute, weil ich habe einfach Bock drauf. So, Squeaks haben wir auch. Was viel, viel wichtiger für euch ist, nächste Woche Sonntag wird ein nagelneues Turnier stattfinden. Und zwar ein 5 gegen 5 Turnier. Es wird zwei Modi zum Spielen geben. Alter, ist mein Aim schlecht. Gnadenlos, das passt schon mal. 10. Nein. 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 Komm her. Komm her. Komm her. Er kommt nicht. Es wird ein neues Turnier geben. Das wird auf Twitch übertragen. Das heißt, wenn ihr noch keinen Twitch habt, solltet ihr es auf jeden Fall als App notfalls runterladen. Es wird 5 gegen 5 sein. Es wird in der ersten Runde, es werden nur 16 Teams mitmachen können. Das heißt, die ersten 16 Teams, die sich vollzählig unten in den Kommentaren anmelden, dürfen mitspielen. Das Ganze wird so laufen, dass in der allerersten Runde wir 8 Partien haben werden. Diese 8 Partien werden alle auf Gridlock stattfinden, in dem Modus Stellung. Das sieht ganz gut aus hier gerade. Eieiei. Probiere gerade mal EKN mit dem LV-Visier. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Die erste Runde wird Stellung für jede der 8 Partien auf Gridlock sein. Danach wird sich das Ganze ändern und Suchen und Zerstören kommt als Modus mit rein. Da werdet ihr aber auch erst die Infos bekommen, wenn wir in der Runde sind, so dass sich niemand darauf vorbereiten kann, auf welcher Map das sein wird. Wir werden auf jeden Fall in den ersten 8 Partien Gridlock-Stellung haben, dann werden wir noch 4 Partien haben. Da wird es dann Suchen und Zerstören und kleiner Schlawiner und Stellung dazu haben. Und dann werden wir noch 2 Partien haben und dann werden wir noch eine Partie haben, das Finale. Und dort geht es dann um diese scheiß Heatwave. Da werden wir dann 3 Modi haben. Kontrolle, Suchen, Zerstören und Stellung. Das ist irgendwie ganz komisch, die Map hier, weil, oder die Lobby eher, jetzt kann ich mich heilen, ist auch super, weil ich einfach niemanden finde hier. Ich muss dann da mal hin und her rennen, wie so ein Verrückter. Und kaum sage ich das, sind hier mehr als nur einer. So, wie viel haben wir? Ich glaube 20 oder so.
Auf jeden Fall solltet ihr euch unten in den Kommentaren anmelden fürs Turnier. Es beginnt Sonntag nächste Woche, also nicht übermorgen, sondern in einer Woche am Sonntag. Um 14 Uhr beginnen wir mit dem Ganzen. Weihnachtsgeschenke, so unnachgiebig, so gefällt mir das. Wäre das schön, wenn man hier so eine taktische Moab hätte. Das hätte doch richtig Stil. Mega Abschuss, nice. Solltet ihr Interesse daran haben, an dem Turnier teilzunehmen? Ich werde euch gleich am Ende des Videos, ihr solltet also noch dranbleiben, wer jetzt ausgeschaltet hat, hat selbst Schuld, zeigen, was ihr unter anderem gewinnen könnt. Ich werde euch nämlich einen nagelneuen SCUF-Controller schenken und nicht der Gewinner des Turniers bekommt diesen, sondern jeder, der teilnimmt. Ich werde aus live im Stream nach dem Turnier, direkt im Anschluss, während alle noch dabei sind, live auslosen, komm her, mein Kill, live auslosen, wer nagelneuen Blackout PS4 Black Ops 4 SCUF-Controller geschenkt bekommt. Jeder, der seine Pflichtrunde, das heißt seine erste Runde zumindest, egal ob er gewinnt oder verliert, mit seinem Team gespielt hat, kann den Controller gewinnen. So ist es, glaube ich, am fairsten. Es gibt natürlich auch Teams, die vielleicht nicht so gut sind und ich möchte auch den brutal, nice, 5 nur noch. Ich möchte jedem die Chance geben, dass er da irgendwie gewinnt. Komm her. Mann, Alter, 25er und steht dann dieser scheiß Barrikade, die auch noch meinem Teammate gehört. Ach, ich hasse diese Streaks hier, ich hasse sie. Auf jeden Fall wird es so sein, dass jeder, der teilnimmt, den SCUF-Controller gewinnen kann. Ich glaube, das ist die feste Möglichkeit. Ihr seht, wie gesagt, gleich nach dem Gameplay hier, jetzt will ich zumindest noch irgendwie die 60 Kills voll machen, werdet ihr gleich sehen, was ist so unter anderem beim guten Nick. Das heißt auch, ihr könnt da gerne mal auf die Homepage gucken. Ist unten verlinkt natürlich. Für Gamer von Gamer. Der macht mir seit 2 Jahren meine Controller und hat schon viele von euch 53,6. Der hat schon viele von euch glücklich gemacht mit neuen Controllern. Ich habe jetzt zum Beispiel aktuell den hier. Brooklyn, mein Lieblingscontroller. Ich glaube, ich habe noch nie sowas Schönes in der Hand gehabt, um ehrlich zu sein. Ich zeige euch gleich einmal in groß, was ich so Schönes von ihm bekommen habe, was ich euch gerne mal zeigen würde. Und den Blackout, den PS4 SCUF-Controller, den ihr geschenkt bekommt, den gibt es dann nächste Woche direkt im Anschluss danach. Da werde ich euch noch nicht zeigen, wie der aussieht. Wenn ihr aber bei Instagram oder Facebook, bei FürGamer von Gamer, ich blende das mal ein, raufgeht, dann könnt ihr den sehen. Das heißt, ihr könnt da ein bisschen leaken sozusagen. Ich hoffe, ihr meldet euch fürs Turnier an. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf MW. Auch wenn es jetzt nicht MW4 ist. Also es ist MW4, aber es heißt anders. Und ich zeige euch mal, was ich so Schönes habe. Und das wird euch mit Sicherheit gefallen. Jetzt will ich nur noch mal gucken, ganz kurz. Es war echt brutal, oder? Ich habe es verkackt, glaube ich. Skrupellos, Mega-Abschuss, brutal. Wie ich schon gesagt habe, ich habe hier richtig schöne Sachen dabei. Richtig schöne Sachen. Ich zeige euch mal, was ihr so ungefähr bestellen könnt, wenn ihr vielleicht euren eigenen PS4-Controller haben wollt. Hier haben wir zum Beispiel eine, ich sag mal, Standard-Edition, so ein Original-PS4-Controller. In Holzoptik das Ganze. Holz, nicht Dildo, sondern richtiges Holz. Wie ihr zum Beispiel sehen könnt, SCUF-Pedals hinten dran, ganz normal. Wunderbare Holzoptik. Standard-PS4-Controller, also original, funktioniert bei jeder PlayStation. Für die Horrorfans von euch, das sind nur Beispiele, Leute, ihr könnt euch im Prinzip alles bestellen, was ihr wollt. Also ich habe meinen zum Beispiel per Überraschung bekommen, ich wusste gar nicht, wie meiner aussieht. Ich weiß, dass einige von meinen Mods von ihrer Freundin gerade einen bekommen haben. Die konnten wählen, was sie wollen. Hier zum Beispiel auch SCUF-Pedals ganz normal, hier schön in schwarz. Und hört ihr das? Das sind nagelneue SCUF-Pedals, diese Controller sind noch nie benutzt worden. Jetzt habe ich sie gerade benutzt. Und mit Freddy vs. Jason vorne drauf. Finde ich auch ganz geil eigentlich, um mal ehrlich zu sein. Das hat schon Stil, das Ganze. Das heißt, wer da irgendwie Bock drauf hat, auf ein bisschen Horror, für den ist auch was dabei. Einer meiner Favorites bisher, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstmal grüne Pedals hinten. Grün finde ich mega geil. Auch diesen Skin-Look hier. Wir haben hier auch wunderbar schön weiß dazu. Und das Ganze, wahrscheinlich kennt es die meisten von euch, Avengers Endgame haben bestimmt einige gesehen. Ein Avengers Controller, wir haben Hulk, wir haben die Avengers oben und hier noch Schriftzug. Ihr könnt, so wie ich damals zum Beispiel, ich habe sogar mein Gamertag hier drauf bekommen. Das ist komplett drauf, das kann ich nicht abkratzen, kann gar nichts. So ein, nur noch ein bisschen anders, bekommt ihr mit allem drum und dran, wenn ihr an dem Turnier nächste Woche Sonntag teilnehmt auf Twitch. Das heißt, wenn ihr Bock drauf habt, meldet euch heute an, die ersten 16 Teams, ich möchte, dass ihr euch mit eurem Namen komplett anmeldet,
dürfen teilnehmen. Sobald wir 16 Teams haben, ist leider voll. Ihr könnt euch zwar trotzdem weiterhin anmelden, aber ich werde euch in die Gruppe nicht mehr zulosen. Wer nicht pünktlich, ihr kriegt nächste Woche dann die Paarungen und die Uhrzeiten. Wer nicht pünktlich da ist, ist raus aus dem Ganzen. Und wer sein Game nicht zu Ende spielt, beziehungsweise nicht antanzt, kann den Controller nicht gewinnen. Ich hoffe, ihr werdet Spaß dran haben. Lasst ein Like da. Ich bin raus.